Für Lkw geht's hier nicht mehr lang. Auf der B169 gilt seit gestern ein Lkw-Transitverbot. Doch einigen Fahrern scheint das egal zu sein. Sie fahren vorerst weiter. Die Kleinosnicker freuen sich trotzdem. Sie haben seit Jahren für das Verbot gekämpft. In ihrem Ort geht es jetzt ruhiger zu. Auf jeden Fall, sage ich mal, es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wir sind erstmal alle sehr zufrieden, dass es so weit erstmal gekommen ist. Ich finde es gut, dass es so gekommen ist. Es hat lange gedauert, aber es ist jetzt wirklich zu spüren. Gestern noch nicht so, heute ist es schon besser. Es fahren kaum LKWs. Im Gasthof gibt es dazu eine etwas andere Meinung. Weniger Verkehr bedeutet auch fehlende Gäste. Dem Familienbetrieb droht das aus. Unsere nächste Generation hat wenig Zukunft, hier eine Gaststätte weiterzuführen. Und darum geht es uns. Also die Grundstücke werden ja dann auch anders bewertet, wenn hier eigentlich nur es noch ein Ort ist, wo, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Dorfstraße durchführt oder eine Sackgasse mehr oder weniger. Und die Gewerbe, die hier über Jahre gewachsen sind, dann nicht mehr stattfinden. Und das ist für unseren Familienbetrieb im Sinne der nächsten Generation eigentlich nicht förderlich. Die Kleinosnicker sind also gespalten. Und das seitdem über das Fahrverbot diskutiert wird. Jetzt ist es da und könnte sich auch auf die Wirtschaft auswirken. Der IHK-Vizepräsident Jürgen Hampel ist auch noch skeptisch. Erste Berechnungen belegen Mehrkosten von rund 10 Millionen Euro. Das ist natürlich für die Region eine entscheidende Maßnahme, die B169, die ja als Magistrale bis Elsterwerda und weiter ausgebaut werden soll, oder ausgebaut ist zum Teil, als Verkehrsader Richtung Cottbus zu nutzen. Und mit dieser Sperrung tun wir natürlich genau entgegen dem Trend wirken. Und gerade in Bezug auf den Kohleausstieg macht es die Region nicht gerade interessanter. Ortsumgehungen sollen das lösen. Doch die müssen erst einmal gebaut werden. Den Lkw-Fahrern bleibt nur die Autobahn. Das macht einen Umweg von 30 Kilometern. Viele nehmen deshalb weiterhin die Abkürzung durch Kleinosnick. Das zu kontrollieren wird laut der Polizei eh schwierig. Es fehlt an Personal. Doch die Anwohner können damit leben. Laut ihnen ist alles besser als der starke Lkw-Durchgangsverkehr der letzten Jahre.